Zurück bei Pokémon in der schwarzen Edition habe ich ja gesagt, ich möchte hier mal gucken, ob ich hier jetzt meine Pokémon leveln kann. Ich wüsste aber jetzt nicht wie. Aber es ist halt eine Weichenstation und ich glaube. Weichenstation. Von hier aus kannst du die Kampfmetro benutzen. Was haben wir hier? Willkommen in der Kampfmetro. Hier geht es zur Multiline. In der Multiline steigen. Ja, möchtest du dich mit einem Freund verbinden und gemeinsam antreten? Nein. Will die Pokémon aus, die teilnehmen sollen. Ja, alle. Achso, es können nicht mehr zwei Pokémon teilnehmen. Okay. Nee, halt, Mann! So. Nee, warte. Nein, Ach, verdammt, wie schlecht. Hoffentlich kommst du bald wieder. So, nochmal. Ich krieg's noch hin. Ich krieg's noch hin. Kampfmetro, Multiline, steigen, einsteigen. Möchtest du dich mit einem Freund verbinden? Will die Pokémon aus. Okay, jetzt haben wir's. Okay. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Bitte das System nicht ausschalten. Keine Sorge, das werde ich nicht machen. Habe ich nicht vor. Ich habe das Spiel gespeichert, yay. Oh. Tag, mein Name ist Lotta. Das ist doch bestimmt das erste Mal, dass du in dieser Linie antrittst. Hier brauchst du einen Partner. Bist du heute etwa allein? Dann könnte ich doch dein Partner sein. Also, welches Pokémon soll ich einsetzen? Auf Angriff. Alles klar, nicht Schwerpunkt auf Angriff. Gut, lass uns loslegen. Also dann, viel Erfolg in der Multiline. Also jetzt gucken wir mal, ob ich hier jetzt meine Pokémon leveln kann oder nicht. Willst kämpfen? Naja, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin keine neue ich bin keine herausragende Kämpferin. Ich tue dies für den Pokémon-Fanclub. Kämpfen wir jetzt mit 4 Pokémon? Nein. Cheryl und Schuhkind Bruna möchte kämpfen. Olimorba wird von Cheryl und Somniam. Oh. Beide 50. Oh, shit. Er schnüffelt. Okay. Wir benutzen Flammenwurf auf, Molimorba. Wow. Die ist gut. Nagelotz wird von Pokéfan Cherry geschickt. Oh, Nagelotz. Schön, dann nehme ich den Nagelotz wieder. So. Und wieder ihr zwei, hä? Nein! Er wurde besiegt! Na. Somnibora oder Somniam. Und da. Oh, der ist natürlich gut, aber der kriegt von mir einen Brandstempel kassiert. Itomit. Der ist böse. Hallo. Unglaublich, das gibt's ja nicht. Deine Pokémon sind echt stark. Kam gar nicht zum Zug. Wie am Stück, als nächstes folgt Wagen Nummer 2. Mit den Kämpfen fortfahren? Nö, zurückziehen. Ja. Oh, verdammt, Mann! Ja. Okay, also Erfahrungspunkte bekomme ich hier doch nicht. Ach, Mann. War das ein Spaß? Lass uns demnächst wieder kämpfen.
Wieder Speichervorgang. Hoffentlich kommst du bald wieder. Okay, wo ist jetzt diese letzte Arena, die ich finden muss? Für die Super-Multiline. Füge nach Ferula. Super-Doppellinie. Bahnsteig für die Doppellinie. Warte mal, nach Ferula. Möchtest du in den Zug nach Ferula steigen? Ja, der Zug fährt in Kürze ab. Bitte alle einsteigen. Wo ist denn Ferula? Ferula. Warte mal, wo ist denn das auf der Karte? Sehe ich das hier? Okay. Haben wir die Karte? Karte, 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 Karte. Pokémon, mal gucken, fliegen. Da ist Ferula? Okay. Gibt es hier keine Herausforderung? Diese Melodie, die das Mädchen auf der Brücke spielt, ist ein gutes Nachtlied für die Züge. Wir schlafen sozusagen. Okay, gut. Aber hier... Muss es doch irgendwas geben oder so ein Pokémon Center oder so, nein? Am Wochenende kommen viele Menschen hier, um die Züge zu bestaunen. Ernsthaft? Nee. Ich will hier keine Züge bestaunen. Ich will hier irgendwie was erleben. Ah! Hier ist auch das ganze Gras alles weg. Alles ausgetrocknet. Also, hier... Viele Züge kommen nach ihrer letzten Fahrt her, um sich hier auszuruhen, sozusagen. Na sowas, du interessierst dich auch für diesen Zug? Gut, dann will ich dir mal was darüber erzählen. Wir haben hier es mit einem Zug der Einzellinie zu tun. Das ist der wohl geschichtsträchtigste Zugtyp der Kampfmetro. Das ist die Ringlinie. Deren Züge machen eine komplette Runde durch die Analregion. Kennst du die Zylinderbrücke? Wird von den Zügen der Einzellinie überquert. Okay, gut, dann machen wir es jetzt doch anders. Ich bin hier komplett falsch. Gotti fliegt mich woanders hin. Hier ist eine Abzweigung. Dann gehen wir hier einfach mal nach rechts und gucken mal, was wir rechts finden. Ob das jetzt offen ist oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht haben wir ja Glück und da kommt man lang. So. Kann doch wohl nicht angehen hier. Mann, Mann, Mann. War doch hier die Elektro-Arena. Mal gucken, ich glaube, hier lang waren wir doch schon mal. So. Nein, ich komme immer nicht lang. Eine Brücke voller Wunder. An der Wunderbrücke wird gerade Wartungsarbeit durchgeführt. Das gibt's doch nicht. Mann. Was soll ich denn das jetzt machen? OMG. Wo hab ich denn jetzt hier die Kampfarena? Da ist das Theater. Fußball, Baseball, Football. Sporthalle, Tennis, Basketball. Kann ich hier gegen die Leute antreten? So. Im Sportstadion findet momentan ein Fußballspiel statt. Ich trainiere meinen Pokémon so, dass sie sich wie mein Lieblingssportler werden. Als Kind träumte man davon, irgendwann so zu sein wie seine großen Sportidole. Genau so geht's. Immer schön in Bewegung bleiben. Juhu! Witz, oder? Und erstaunlich, dass du einen Ball sowohl dem Mensch als auch dem Pokémon ein Lächeln auf das Gesicht zaubern kann. Sport verbindet eben. Ich dreh durch, ich dreh durch, ich dreh durch. Wo muss ich lang?
Ich bedauere, aber hier ist gerade ein Spiel im Gang. Es ist momentan nicht möglich, das Stadion zu betreten. Okay, dann fliegen wir nochmal woanders hin. Pokémon. Fliegen. Hier oben kreuze ich bei Twin Drake City der Weg auch nochmal. Gucken wir einfach mal hier nach rechts. Weiter vorne gab es einen klitzekleinen Zwischenfall. Weitergehen verboten. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn hier weiter? Gibt's echt nicht. Aus der Kämpfe. Reihe um Kämpfe hier. Jede Runde bringt neue Entwicklungen. Bist du für einen Reihe-Umkampf gewachsen? Ophelia. Okay. Ein Reihe... Oh, verdammt. Okay, Darkling LP ist vorne, das finde ich gut. Der kann erstmal den... Vegeta wegmachen. Schön, der ist weg. Sehr effektiv. Der Vegeta wurde besiegt. Jawohl, Professor David erreicht Stufe 39. Wunderbar. Rechts gedreht. Pokémon. Verdammt. Wie meinen das jetzt? Eiszapfhagel. Ah nein, das war doof. Oh, das war doof. Das war saudoof. Ich wollte doch eigentlich einen nach... rechts drehen und wollte hier Schaufel einsetzen. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Aber trotzdem, hat ganz schön viel Schaden bekommen. Och, nö. So. Immer nochmal Schaufler. Schon wieder Funkenflug, damit war es das. Ach du Scheiße. Dann nehmen wir den Anime-Fan. Surfer. Ja, das schafft mich eigentlich so gut wie gar nicht. Und jetzt setze ich den Surfer ein und sage Tschüss. Denn das ist sehr effektiv. Oh, 872. War nach rechts gedreht. Und wir machen mit dem Kampf weiter. Mit Blizzard. Ja, Siedewasser interessiert mich gar nicht, glaube ich. Oh, verbannt. Oh, wehrt die Attacke ab. Eiszapfhagel. Oh, schon wieder Siedewasser. Ich drehe durch. Mach sie platt. Das ist nicht sehr effektiv. Okay, das war's, Andreas. Tut mir leid. Oh Mann, ich verkacke ja sowas von dem Reihenumkampf. Holen wir den Cat Game raus. Der macht sie jetzt platt mit Rankenhieb. Und tschüss. Was für ein peinlicher Fail.
Mir ist von all dem Reihumdrehen richtig schwindelig geworden. Ja, und mir auch. Ist euch auch schwindelig geworden bei der Vorstellung, wie ich jetzt hier gerade so geloost habe? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Ach komm, rein da. Pokémon in der schwarzen Edition. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torwart rein. Tschüss.